Kapitän Bambus hier. Oh, hallo Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebelberg. In unserer heutigen Folge zeige ich euch, wie man mit einfachen Mitteln Bambus herstellen kann für eure Spieltische. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien Zahnstocher, Schaschlikspieße und solche Kunstblumen. Im ersten Bauabschnitt nehmen wir uns einen Schaschlikspieß, den kürzen wir uns auf die Länge, wie wir ihn haben möchten, und mit einer Zange drücken wir dort Struktur rein. Das geht ganz leicht, indem man einfach reinknipst und leicht dreht. Das sieht dann so aus. Das machen wir, bis das Ganze fertig ist. Das gleiche machen wir auch mit den Zahnstochern, aber vorher müssen wir die Spitzen entfernen. Das sieht dann so aus. Dann zupfe ich mir hier solche Blätterchen ab von der Pflanze. Mit einem Dunkelgrün werden der Schaschlikspieß und die Zahnstocher bemalt. Und hier und da grob mit einem Hellgrün nachgepinselt. Jetzt, wo es getrocknet ist, sieht das Ganze so aus. Dann habe ich hier noch ein Olivgrün und da male ich über bzw. unter dem Eingedrückten einfach einen Strich lang. So, das sieht dann so aus. Das sieht schon sehr nach Bambus aus. Um euch nochmal zu zeigen, wie ich das mit der künstlichen Blume gemacht habe. Die habe ich übrigens auf dem Sperrmüll gefunden. So, da kann man sich die Blätter einfach abzupfen, lasst die aber an so einem Strang dran. Dass halt mehrere, also meistens drei zusammen sind. Dann habe ich mir hier ein Werkzeug gebastelt aus einem alten Pinsel und einer Nadel. Dann picke ich da ein Loch ein, wo ich die Blätter gerne haben möchte. Und die Blätter werden dann einfach mit Holzleim in das Loch geklebt. So sieht das Ganze dann aus und davon mache ich ganz viele, so viel wie ich haben möchte. Dann habe ich mir hier schon eine Base gebastelt. Ja, da könnt ihr aber jede beliebige Base nehmen, die ihr gerne haben möchtet. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich unten als Plattform wieder ein Stück Holz von einer Schrankrückwand genommen habe. Dann habe ich die mit Sand und Tee bestreut. Mit Styrodur habe ich da Felsen reingeschnitzt und habe schon vorher die Bambusspieße reingesteckt, um Löcher zu haben. Dann wird das Ganze mit einer Mixtur von Schwarz, Holzleim und etwas Wasser grundiert. Zum Schutz, zur Versiegelung. Und dann lasse ich das erstmal trocknen. Diesen Schwarz gebe ich nun in Weiß hinzu, um ein Dunkelgrau zu erhalten. Damit bemale ich großzügig alle Felsen. Dieses Grau wird wieder aufgehellt mit Weiß und wird ganz, ganz grob trocken gebürstet. Und so arbeiten wir immer weiter die Struktur heraus von den Steinen. Das mache ich alles jetzt auf einem Papiertuch. Da habe ich wieder Weiß hinzugefügt, um ein helleres Grau zu bekommen. Und da wird auch die meiste Farbe rausgestrichen, dann wieder trocken gebürstet. Schön rausarbeiten, die Struktur. Da gebe ich wieder Weiß hinzu. Und dann bürste ich wieder ganz vorsichtig, hauptsächlich nur noch über die Kanten und Erhebungen. Und damit kann ich auch die ganze Base nochmal trocken bürsten, um die Struktur herauszuarbeiten. Im Grau füge ich nun ein Braun hinzu und tupfe hier und da auf der Base herum. Natürlich oben auf den Stein, weil da auch Erde liegt. Mhm.
Der Boden wird dann mit einem Beige trocken gebürstet. Wenn es getrocknet ist, habe ich hier ein schwarzes Wash. Und damit tupfe ich auch einfach auf der Base herum. Und auch da hier und da an den Steinen etwas, um noch etwas tiefer zu bekommen. Dann habe ich hier noch ein grünes Wash. Da tupfe ich auch auf der Base herum, um zum Beispiel gefallenes Laub darzustellen durch den Tee. Das Ganze schaut dann so aus. Dann wird die Steinstruktur nochmal mit einem Weiß gehighlightet, indem man auch trocken bürstet. Da aber nur über die Kanten rübergehen und ganz vorsichtig. Dann habe ich hier noch meine grünen Pigmente. Die hatte ich ja im Base-Video schon mal benutzt. Und die tupfe ich hier und da einfach frei Schnauze rum, so dass es halt schön aussieht. Und dann habe ich hier jetzt meine ganzen Bambusstiele aus Zahnstochern und Schaschlikspießen. Diese positioniere ich nun so, wie ich sie gerne haben möchte auf der Base. Da ich vorher schon Löcher gemacht habe, weiß ich in etwa, wo sie hinkommen. Aber da kann man noch mal wechseln und gucken, weil ja ein paar längere und ein paar kürzere bei sind, wo es halt am schönsten aussieht. Und dann werden die einfach mit Holzleim in die Löcher geklebt. So nehme ich mir den Bambus, tunke ihn unten ganz leicht in Holzleim und dann stecke ich ihn wieder in das Loch zurück. Dann habe ich hier einfach noch Grasbüschelchen aufgeklebt und damit ist das Ganze auch schon eigentlich fertig. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, denn jetzt folgen die Beauty Shots. Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ihr Bambus nachbaut, dann schreibt uns das oder schickt uns davon gerne ein Foto, wenn ihr es nachgebaut habt. Wir freuen uns drauf. Unten in der Videobeschreibung, wenn die ganzen Blumen weg sind, sind alle möglichen Links von uns. Dort könnt ihr mal durchklickern und durchgucken. Ja, denkt jedenfalls immer dran, make Tabletop great again.